Hallo, herzlich willkommen hier im Saal 3 auf der Tech-Zeit und vor allem auch liebes Publikum da draußen online vor den Bildschirmen. Vereine im digitalen Wandel. Wie gelingt die digitale Teilhabe im Ehrenamt, ist heute das Thema unserer Session. Und die Digitalisierung ist eigentlich im Ehrenamt angekommen, aber viele Vereine und ehrenamtlich Tätige sind digital noch nicht ausreichend gut aufgestellt. Hier besteht durchaus Bedarf und das hat die Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag, kurz die LINGA, gemeinsam mit der Digitalagentur Niedersachsen zum Handeln angespornt. Und wir hatten im Rahmen eines Online-Meetups am 14.12.2020 gemeinsam Handlungsempfehlungen erörtert aus dem 8. Altersbericht der Bundesregierung heraus und Umsetzungsperspektiven für Niedersachsen ausgelotet. Ein Augenmerk lag dabei auf den digitalen Grünschnäbeln. Das sind die bisherigen Offliner, die aber durchaus Interesse an der Online-Welt haben. Und die wünschen sich eigentlich niedrigschwellige Begleitung. Das andere Augenmerk lag auf den Küken. Die haben schon die erste Erfahrung, surfen im Internet und chatten etwas. Und daneben haben wir die alten Hasen, die sind digital richtig affin und geben ihr Wissen gern an die Grünschnäbel weiter. Und im Nachgang wurde ein Wimmelbild erstellt sowie ein Leitfaden speziell für Vereine zur Digitalisierung. Ich halte ihn hier auch nochmal hoch für diejenigen hier bei uns vor Ort. Die habe ich da draußen ausgelegt. Und da draußen besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage unter www.linga-online.de und unter dem Thema Digitalisierung können Sie sich diesen Leitfaden auch nochmal runterladen. Ja, ich bin Delia Balzer. Seit knapp 15 Jahren bin ich die Projektleiterin der LINGA. Wir werden gefördert durchs Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Und unser Projektträger ist die Innovationszentrum Niedersachsen GmbH. Und ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion mit meinen Gästen. Zu meiner Linken habe ich Frau, Entschuldigung, zu meiner Rechten. Wir haben nämlich zweimal eine Dagmar dabei. Zu meiner Rechten habe ich Frau Dagmar Bischoff. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenrates Niedersachsen e.V. und auch Vorsitzende des Kommunalen Seniorenbeirats in Stur. Die Brinkumerin hat den Aktionstag Equal Pay Day in Deutschland im Jahr 2008 als damalige Präsidentin des Netzwerks Business and Professional Women Germany, einem Zusammenschluss von Unternehmerinnen und berufstätigen Frauen, mitinitiiert und hat sich heutzutage innerhalb vom Landesseniorenrat dem Thema Digitalisierung verschrieben. Daneben begrüße ich Astrid Hanusch. Sie ist seit 2004 in der N-Bank, Beratungsstelle Hannover, als Förderberaterin tätig. Sie ist Ansprechpartnerin für Kunden aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover. Und ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist unter anderem die Begleitung von Existenzgründungsvorhaben. Und seit ungefähr knappem Jahr begleitet sie auch das Förderprogramm Digitalbonus Vereine Niedersachsen. Und genau darüber hatten wir seit dem letzten Jahr gesprochen in Online-Meetups und haben darüber berichtet, über dieses tolle Förderprogramm. Und gemeinsam mit der Digitalagentur konnten wir so schon über 300 Vereine informieren über diese entsprechende Förderung. Neben mir sitzt, Sie sehen es da draußen, unser Quotenmann, weil leider Herr Dr. Nils Weichert von dem Projekt Digitale Nachbarschaften kurzfristig erkrankt ist. Aber Herr Mauerhof, Sie halten jetzt die Fahne für die Männer hoch. Ich finde es aber toll bei dem Thema Digitalisierung, dass wir mal einen Frauenüberschuss haben. Seit bereits 27 Jahren sind Sie Fachbereichsleiter für Verbandsarbeit und Seniorenarbeit bei der AWO, Region Hannover. Sie sind
genauso wie ich, sowohl Sozialpädagoge, aber sie sind zusätzlich auch Sozialtherapeut. Heute sind sie jedoch in ihrer Funktion als geschäftsführender Vorstand der LACFA bei uns. Das ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Koordinierungsstellen für das Ehrenamt in Niedersachsen e.V. Hälfte der Moderation schon um. Das ist ein Dachverband für mehr als 100 Freiwilligenagenturen und Zentren und Koordinierungsstellen für das Ehrenamt. Und ganz links haben wir Dagmar Herche. Sie ist Vorsitzende des Wege aus der Einsamkeit e.V., kurz WADE. Und von ihren versilberten TeilnehmerInnen wird sie auch schon mal als Bienenkönigin bezeichnet. Zwar ist sie noch nicht gekrönt, aber vielfach ausgezeichnet. Versilbert sie seit über 10 Jahren das Netz mit analogen und digitalen Fortbildungen. Und auch das neue Bild vom Alter und Altern prägt sie durch ihre Aktionen. So ist sie ein Social Hero beim Digital Female Leader Award, Hamburgerin des Jahres 2018 in der Kategorie Soziales, Gewinnerin der Google Impact Challenge und ausgezeichnet mit dem Demografie Excellence Award 2017, um nur einige zu nennen. Also, bienenfleißig und mutig erhebt sie ihre Stimme für die Älteren. Frau Herche, schön, dass wir uns wieder sehen und dass Sie heute bei uns sind. Mit Ihnen möchte ich auch gleich anfangen. Corona hat uns nämlich alle so ein bisschen einen Digitalisierungsbooster beschert. Wie schaffen Sie es, Offliner digital in die Online-Welt zu holen? Nehmen Sie uns doch einfach mal ein bisschen mit in Ihre Versilbererrunden. Ja, bis Corona kam, haben wir alles nur analog gemacht in Hamburg und Berlin. Unser Projekt heißt Wir versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphone für Menschen 65 plus. Das haben wir gemacht und dann kam Corona. Und dann war uns aber klar, es wird alles digitaler, aber wir konnten keine analogen Schulungen mehr machen. Was tun? Zu sagen, das ist ja ganz furchtbar und sich zurücklehnen, das war keine Alternative. Ich habe das Wort Zoom plötzlich überall gelesen, habe gedacht, Zoom habe ich schon mal gehört. Und habe gedacht, was ist denn das? Gucke ich mir mal an. Dann habe ich mir auch andere Videoplattformen angeschaut. Ich selber habe am besten Zoom verstanden. Dann habe ich meinen Mann, wir waren ja alle im Homeoffice, hat mein Mann eine Kamera von mir in die Hand gedrückt bekommen und habe gesagt, du bist jetzt Kameramann. Wir drehen jetzt Erklärvideos, wie man Zoom benutzt auf dem Smartphone, auf dem Android-Gerät, auf dem iPhone und am PC. Und dann habe ich was gemacht, was ich, glaube ich, nie wieder machen werde, weil ich nicht wusste, was das auslöst. Ich habe eine Telefonnummer bekannt gegeben und habe gesagt, alle Senioren in Deutschland dürfen mich anrufen und ich mache 1:1 Schulung, wie man auf Zoom kommt. Gefühlt habe ich 3 Wochen von morgens bis nachts mit Senioren geübt, wie man Zoom benutzt. Mein Mann ist irre geworden. Der hat gesagt, wenn ich das Wort Zoom noch einmal höre, ziehe ich aus und lasse mich scheiden. Aber wir haben dann gemerkt, mit wie viel Spaß die Senioren, die ja plötzlich alle komplett isoliert waren, was das für sie bedeutet, wenn sie in einer digitalen Gemeinschaft waren. Und bis heute haben wir 700 Zoom-Veranstaltungen durchgezogen mit 22.000 Gästen aus ganz Deutschland. Wir kriegen immer wieder neue, es sind auch viele Wiederholer. Einige waren jeden Tag dabei. Und was wir gemacht haben, wir haben unseren Zoom-Raum nie wieder geschlossen. Das ist eine digitale Kneipe für unsere älteren Teilnehmer geworden. Und wir haben gekocht, wir haben gespielt, wir lernen, wir haben Sitz-Yoga, Sitztanzen. Ich sage heute, auf Zoom kann man alles machen, was man auch analog macht. Der große Vorteil ist, wir haben Menschen erreicht, die krank sind, die gar nicht mehr rausgehen können. Die sind plötzlich Teil einer Gemeinschaft, aber ganz viele auch, die so einfach Spaß dran haben. Und jetzt kommt wieder die dunkle Jahreszeit. Das heißt, wir merken so langsam, der Zoom-Raum füllt sich wieder bei unseren Veranstaltungen.
Und dann haben wir, nachdem der Lockdown vorbei war, auch das Thema, da werden Sie ja nachher noch drauf eingehen, Technik. Wir haben uns technisch ausgestattet und machen jetzt Hybridveranstaltungen, also analog und digital zusammen. Am Anfang habe ich gedacht, in meiner Überheblichkeit, das kann ich so mit kleiner Ausstattung Technik machen. Das geht aber nicht. Da muss man sich schon richtig ausstatten. Man muss das schon ein bisschen üben, aber da sind wir jetzt auch Profis geworden. Und wir versilbern das Netz jetzt analog, digital und hybrid. Mhm. Wunderbar. Und Frau Hirche, wenn Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also unser Thema sind ja die digitalen Grünschnäbel, also wirklich Offliner. Die Küken, die eigentlich schon ein bisschen auch mit den Enkel chatten und so ein bisschen online etwas bestellen. Und natürlich dann auch die alten Hasen. Wie schaffen Sie es denn ganz konkret, wenn man ein digitales Küken da hat, beziehungsweise ein Grünschnabel, also ein wirklich Offliner, in die digitale Welt reinzuholen? Also ein absoluter Anfänger, für den ist es fast unmöglich, digital anzufangen. Der muss schon am Anfang erstmal eine analoge Schulung bekommen. Dem muss man zeigen, wie funktioniert das Smartphone, wie gehe ich da eigentlich mit um. Da müssen erstmal die Grundkenntnisse da sein. Aber mit dem Küken, traue ich mir zu, den auf Zoom zu kriegen. Also das schaffen wir dann schon. Das ist aber alles mit Geduld. Und man muss sich davon verabschieden zu sagen, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen eine Veranstaltung einmal die Woche, eine Stunde, erklären das einem älteren Einsteiger, einem Küken oder so einem Mittelprofi, der hat es in einer Woche wieder vergessen. Der muss die Möglichkeit haben, das immer wieder zu üben. Der braucht einen Übungsraum. Und das haben wir eben festgestellt. Das heißt, unser Raum, unser Zoom-Raum, da wird immer geübt, wie man damit umgehen kann. Da ist es dann auch so, wenn Sie jetzt eine Veranstaltung machen, Donnerstag um 13 Uhr, dann ist der Enkel aber nicht da. Der kommt am Wochenende. Jetzt sagt die Oma zum Enkel, kannst du mir noch mal zeigen, wie dieses komische Zoom funktioniert? Wo soll der Enkel zeigen, wie es funktioniert? Das heißt, die Menschen, wir müssen den Menschen Übungsräume geben. Und das haben wir eben mit unserem Zoom-Raum gemacht. Und da ist es auch ganz oft, dass die alten Leute untereinander telefonieren und sagen, wir verabreden uns mal. Ich zeige dir mal, wie du das dieses Mikrofon ausstellen kannst, wie du das Video ausstellen kannst, wie du chatten kannst. Die haben dann angefangen, sich untereinander auch zu schulen, weil man muss davon ausgehen, dass auch ältere Menschen gibt sehr selbstbewusste, die stellen ihre Fragen. Es gibt aber auch sehr viele ganz stille, die sich nicht trauen zu fragen. Die mögen das lieber in 1:1 Beziehung oder mit einer Freundin zu üben. Und auch dafür muss es Übungsräume geben. Und dann kriegt man sie. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, wie unsere 65- bis 95-Jährigen Zoom benutzen. Also ich ziehe den Hut hier auch vor der Kamera, vor allen, die das mitgemacht haben. Ist wirklich beeindruckend. Wunderbar. Ich denke, nachher können Sie noch einige mehr Beispiele nennen. Ich komme mal zu Ihnen, Frau Bischof. Digitale Teilhabe. Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf und was berichten Ihnen die über 200 Seniorenbeiräte in Niedersachsen? Also ich möchte mich gerne meiner Vorrednerin anschließen, erst einmal. Und zwar kann ich nur das unterstützen, was sie gesagt hat. Wir haben es bei uns in der Gemeinde so gemacht, dass wir für unsere Senioren ein Seniorentreff für Computeranfänger gegründet haben. Mit Hilfe der Gemeinde, mit Hilfe von Unternehmen, die uns Laptop zur Verfügung gestellt haben. Da sind die Küken hergekommen. Von 60 bis über 90 sind hergekommen und haben dann durch ehrenamtliche Helfer sind die in das digitale Netz eingeführt worden. Ich kann da mal kurz berichten, was ich da ganz besonders erlebt habe. Eine 82-Jährige, deren Familie in New York lebte, die ihre Enkel noch nie gesehen hatte, so normal, die konnte innerhalb eines halben Jahres skypen und konnte da zum ersten Mal ihre Enkel sehen und mit denen sprechen. Ich habe da im Ehrenamt auch mitgeholfen und glauben Sie mir, auf einmal fühlte ich mich unheimlich belohnt für das, was ich da mitgemacht habe. Man hat ja nicht nur dann das Amt oder macht das, sondern man kriegt immer wieder diese Belohnung, wenn man sieht, was man erreicht hat durch diesen Einsatz. Aber viele Senioren, und das sind nicht nur die Hochaltrigen,
Die können das Internet gar nicht nutzen, auch wenn sie dann zu Hause sind. Dann, sie haben keinen Laptop zu Hause, sie haben keinen Computer, sie haben keinen Zugriff auf WLAN. Und die Hilfsangebote, die Einführungsangebote fehlen auch teilweise in den meisten Kommunen. Und also dann kommt hinzu bei den alten Menschen, dass ja die Mobilität im Alter auch sinkt. Wir haben das wiederum dann erlebt, dass wir dann in der Impfkampagne mitgeholfen haben, haben ehrenamtlich unsere Telefonnummer zur Verfügung gestellt, wo uns alte Leute anrufen konnten. Und wir haben dann für sie im Internet mit ihnen geführt, im Internet dran geblieben am Hörer und mit ihnen dann Termine gemacht. Sie glauben gar nicht, wie dankbar diese Menschen sind, dass sie auf einmal rausgeholt worden sind. Und sie hatten zwei Tage später einen Brief mit ihrem Impftermin. Das sind natürlich das sind Momente, wo man sich, kann das nur wiederholen, immer wieder mitfreut. Es sind sehr viele Seniorenbeiräten, gibt es das mittlerweile, aber wir sind ja auch selbst vom Landesseniorenrat, wir sind ja mittlerweile auch, wir konnten ja auch Corona nicht anders überstehen, als Zoom zu nutzen und haben das auch gemacht, haben Online-Konferenzen gemacht, haben an Online-Konferenzen landesweit teilgenommen und haben natürlich auch landesweit Fortbildung mitgenommen, bekommen und auch mitgenommen. Ich persönlich bin ein reiner Anwender, also ich sag mal, vielleicht bin ich schon etwas reiferes Küken, aber das kann ich gut, aber ich weiß nicht, was im Computer geschieht und was man da machen muss. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich will einfach nur wissen, was kann ich damit machen und wie spannend ist das? Das ist das Interessante. Und nochmal mit Blick auf die digitale Teilhabe, sehen Sie auch Risiken, nämlich dass sich die digitale Schere vielleicht noch weiter öffnet, also dass wir vielleicht wirklich hochaltrige Offliner verlieren oder dass sie in Gefahr laufen, auch im Alltag nicht mehr so teilnehmen zu können? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ach, ich glaube, das wird immer weniger werden. Also es gibt ja noch etwas, das gibt es WhatsApp. Als ich zu meiner Familie immer gesagt habe, ich bekomme gar keine Fotos mehr von meinen Enkeln, da haben die gesagt, dann musst du dir WhatsApp anschaffen. So, Fotos gibt es nicht mehr. Also musste ich mich ranmachen, hingeklappt, wie mache ich das? Ich habe WhatsApp, jetzt bekomme ich immer Fotos. Auch Sachen, die ich gar nicht haben will. Leider. Aber das wird weniger werden, weil eben viele dadurch, dass es keine Fotos mit auch eingebunden oder gezwungen werden, das zu nutzen oder die neuen Sachen zu nutzen, immer weiter. Und ich glaube auch, weil ja unsere Gesellschaft immer älter wird, die ganz Alten werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen, die im Heimleben oder oftmals ja, weil sie auch da ja Hilfen bekommen könnten, das ist ja auch nicht überall so, da sind die auch teilweise richtig abgeschnitten. Aber weil ja wir, Gott sei Dank, alle älter werden und auch alt werden, wachsen wir auch immer weiter mit. Und wir nehmen ja auch die meisten, jedenfalls die ich kenne oder sehr viele, die ich kenne, wollen auch lernen und wollen weitermachen und verbreiten das auch. Da gibt es was, da kannst du hingehen, das kannst du machen. Das ist an und für sich sehr schön. Also diese Erfahrung habe ich gemacht und ich sehe das, ich sehe das sehr positiv. Das ist doch schön. Und ich nehme ein bisschen mit, ich finde das eigentlich ganz cool, so die digitale Kneipe, wobei Herr Maueroff und ich haben festgestellt, wir hätten uns eigentlich analog begegnen können, Anfang der 80er, in der Disco, wo wir beide auch in der Region Hannover damals unterwegs waren. Herr Maueroff, innerhalb der Corona-Zeit hat sich natürlich auch die Zusammenarbeit mit den vielen Zentren und Koordinierungsstellen für das Ehrenamt und auch mit den Agenturen verändert. Aber wo drückt aktuell immer noch der digitale Schuh in den Verein? Denn unser Thema ist heute ja auch so ein bisschen den jüngeren Nachwuchs gewinnen, ohne die Älteren dabei zu verlieren. Was können Sie da mit uns teilen? Das sind ja mehrere Druckstellen, wenn wir so bei dem drückenden Schuh sprechen. Wir bezeichnen uns auch als Seismographen fürs bürgerschaftliche Engagement. Also dadurch, dass wir flächendeckend in Niedersachsen tätig sind, haben wir sehr gute und genaue Rückmeldung von dem, was Sie gerade sagten. Sie sagten ja eingangs, dass die Pandemie sowas wie ein Booster war, die Digitalisierung oder das, was wir so erleben, nach oben gehoben hat. Auf der anderen Seite war sie aber auch ein Brennglas, wie man so schön sagt. Das heißt, dass die Veränderungen und Problematiken, die mit der Digitalisierung einhergingen, auch nochmal deutlich gemacht haben. Deutlich gemacht haben, dass
viele Vereine erstmal da standen wie der berühmte Ochs vorm Berg und nicht wussten, wie wir jetzt dieses von Ihnen angesprochene Zoom halten müssen. Es ging darum, ich habe selber mal eine Umfrage gemacht bei der AWO, da waren 30%, die gar nicht weder das technische Gerät hatten, also eine Kamera, Laptop, noch irgendwie in der Lage waren, das zu machen. Das heißt, es war ein sehr großer Bedarf oder ist immer noch ein großer Bedarf da an technischem Know-how. Da gibt es jetzt aber Möglichkeiten, da kommen wir gleich nochmal zu. Und also an Geräten, aber das A und O liegt an der Schulung und an der, sage ich mal, didaktischen Aufarbeitung, die das so zuschneidet, dass die Zielgruppen das auch erreichen. Wir haben dann auch Schulungsangebote gemacht von den einigen Zentren. Einige größere Zentren haben eine eigene Schulung für Vereine angeboten. Und wir haben von der LACFA auch die Möglichkeiten, gerade auch kleine Freiwilligenagenturen mit der sogenannten Software zu bedienen. Es ist ja nicht nur einfach, dass wenn wir Zoom haben, es gibt ja darüber hinaus eine andere Software, die das Leben eines Vereins erleichtern. Die, ich sag mal, der Generation, ich will nicht sagen Konflikt, aber der Generation Schere ist schon so da, dass die Jüngeren, die in die Vorstandsarbeit reinkommen, sehr schnell auf das digitale Know-how eines Vereins eingehen, also von der Mitgliederverwaltung bis hin zu Kommunikations mit dem ganzen Mitgliederverband das auch einfordern. Aber es gibt einige in den Vorstandsetagen, die das nicht mitmachen wollen oder auch nicht mitmachen können. Und da gilt es natürlich auch da, so etwas wie eine Moderation zu machen, um den Leuten zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten bestehen und dass die Digitalisierung eine Möglichkeit ist, um das Vereinsleben weiter voranzubringen. Es ist nicht die einzige, aber eine. Herr Dr. Weichert, der ja heute jetzt leider nicht dabei ist, hätte unsere Runde wunderbar ergänzt, weil auch das Projekt der digitalen Nachbarschaften online Schulungsmaterial bereithält für Vereine, die sich digitalisieren möchten. Aber hat auch die LACFA da etwas im Angebot, wo ich als interessierter Verein bei Ihnen auf der Seite entweder eine entsprechende Schulung mir buchen kann oder auch Unterrichtsmaterial? Was haben Sie da? Also wir haben auf unserer Seite die Möglichkeiten, dass wir vermitteln. Wir sind natürlich als Dachverband auch dafür da, für unsere 100 Mitglieder. Aber wir haben die Möglichkeit, all das, was Sie gerade angesprochen haben, weiter zu vermitteln. Die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt haben eine umfangreiche digitale Plattform, wo man sich umfangreiche Schulungsmaterial herunterladen kann. Das ist genau, das ist eigentlich die Form, die wir haben. Und wir unterstützen eben, wie ich schon vorhin erwähnte, mit der Software und auch im begrenzten Maße mit einer Hardware-Aktion, die wir dann den Vereinen oder den Zentren zur Verfügung stellen. Und damit das so richtig mit der Hardware klappt in den Vereinen da draußen, hat die niedersächsische Landesregierung unter anderem ein neues Förderprogramm während Corona auf den Weg gebracht, nämlich den Digitalbonus Vereine. Frau Hanusch, können Sie mal kurz skizzieren, worum es bei diesem Förderprogramm geht und wie Vereine bei Ihnen einen konkreten Förderantrag für welche Dinge stellen können? Das mache ich gerne. Ja, das Land hat ein Digitalbonus auf den Weg gebracht, um das, was wir gerade schon gehört haben, Zoom, Schulung für die älteren Personen, die ja oft im Ehrenamt auch tätig sind und in Vereinen tätig sind, um das Ganze dann auch wirklich zu nutzen, ist der Digitalbonus für Vereine ins Leben gerufen worden von der Landesregierung. Ich fange erstmal mit dem Zuschuss an. Es gibt einen Zuschuss bis zu 70%. Die Mindestzuschusssumme sind 3.500 Euro, maximal 10.000 Euro. Jeder Verein kann einmalig einen Antrag stellen. Gefördert wird die Investition in die Digitalisierung, in die IT-Sicherheit zur Einführung, Verbesserung Hard- und Software, IT-Sicherheit zur digitalen Transformation. Also alles das, was ich bisher analog mache, gar nicht mache, kann ich gefördert bekommen. Die Investition, keine Schulungsmaßnahmen, aber investive Maßnahmen, das, was ich anschaffe.
Das kann der Rasenmäherroboter beim Sportverein sein. Das kann die Einlasskontrolle beim Sportverein sein. Das kann beim Schützenverein die Umrüstung auf digitale Schießstände sein. Wir haben Fördervereine der Feuerwehr und vom DLRG die Anträge gestellt haben, weil es um digitale Schulungsräume zur Verbesserung der Ausbildung mit elektronischen Schulungssystemen geht. Aber auch Kirchen und christliche Gemeinden haben Anträge gestellt, um halt den Gottesdienst digital darzustellen für die Menschen, Corona-bedingt, die nicht mehr raus konnten, durften und für die, die es aufgrund Erkrankungen nicht mehr können und sich nicht mehr von zu Hause fortbewegen. Also man sieht so, die gesamte Bandbreite ist grundsätzlich möglich. Alles das, was ich bisher nicht digital mache. Die Antragstellung erfolgt über das Kundenportal der N-Bank. Da helfen wir auch gerne und lotsen die Vereine durch. Und Sie haben es ja schon gesagt, ich habe nicht nur Ihren Vortrag gehalten. Wir haben verschiedene Vorträge schon gehalten für Vereine, weil auch die Mitarbeitenden in den Vereinen ja auch alles im Ehrenamt in der Regel machen und man dann schon ein bisschen Hilfe benötigt. Aber es ist schon interessant, was es wirklich für eine Bandbreite gibt. Ich habe noch ein Beispiel von einem Sportverein. Wir haben zwar eine Internetseite, aber da kann ich nur Informationen abrufen. Und jetzt soll die Internetseite überarbeitet werden, dass ich da auch wirklich das mobil mich anmelden kann, Informationen mobil online bekomme, mein Beitragskonto mir anschauen kann. All das ist möglich. Und wir haben auch noch gute Nachrichten für all diejenigen kleinen Vereine, die vielleicht sogar diese Hürde des Eigenanteils und den sie ja durchaus bei diesem Förderprogramm Digitalbonusvereine beibringen muss, nicht stemmen können. Die können zusätzlich diesen Eigenanteil vielleicht abbilden über die Crowdfunding-Plattform Viele schaffen mehr von der VR-Bank EG. Auch da hatten wir schon gemeinsam mit der VR-Bank ein Meetup und mit der N-Bank. Das heißt, das ist möglich. Also wenn jetzt auch da draußen vielleicht der ein oder andere Vereinsvorstand sagt, Mensch, das hört sich alles ganz toll an, aber diese 1.500 Euro Minimum Eigenanteil, das ist für uns schon eigentlich kaum nicht machbar. Viele schaffen mehr, die Crowdfunding-Plattform. Und die hilft dann eben auch, die Gelder einzusammeln. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch in diesem Meetup gesagt, vielleicht auch Sponsoren vor Ort finden. Das kann vielleicht der Supermarkt sein oder ein Unternehmen, aktuell vielleicht bei der Energiekrise nicht so, aber vorher war es so, dass das ein oder andere Unternehmen vor Ort doch profitiert hat. Und vielleicht wollen die das dann ja im Sinne von Social Impact auch zurückgeben an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft. Also auch das ist durchaus möglich. Mhm. So, ich bin jetzt erstmal hier einmal durch und ich lade jetzt sowohl meine Podiumsmitglieder hier auf der Bühne ein, als auch das Publikum da draußen, sich auch zu beteiligen. Haben Sie vielleicht Fragen? Gibt es noch Hinweise? Ich habe noch eine Sache, die mir ganz groß am Herzen liegt. Wir dürfen bei der Digitalisierung die Altersarmen und die armen Menschen nicht vergessen, die sich WLAN zu Hause gar nicht leisten können. Genau. Das ist ein Riesenproblem, auch Altenheime. Altenheime haben kein WLAN. Wir haben sehr wenig Altenheime, wo in den Zimmern WLAN ist. Stellen Sie sich vor, was ich Ihnen nicht wünsche, Sie haben einen Unfall, Sie müssen in ein Pflegeheim, auch in eine Kurzzeitpflege. Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit, mit dem Smartphone zu arbeiten. Sie kommen in ein Pflegeheim und dann können Sie da gar nichts. Ob Sie jung oder alt sind, da gibt es gar kein WLAN. Sie können weder Online-Banking machen, Sie können nicht mehr WhatsAppen, gar nichts. Sie müssen es dann eventuell über Ihr mobiles Datenvolumen machen. Das ist in meinen Augen in Deutschland ein Skandal, dass das noch so ist. Aber wir müssen auch an die armen Menschen zu Hause denken, die sich kein WLAN leisten. Und das wird noch ein riesiges Problem sein jetzt in der Krise, die wir haben. Das heißt, die Leute werden WLAN abstellen, weil sie ihren Strom nicht mehr bezahlen können, weil sie keine Lebensmittel mehr bezahlen können. Und da muss die Regierung, wenn alles digital wird, müssen wir politisch die Forderung stellen, was nützt es, wenn Sie einen Ehrenamtler haben,
der ganz tolle ehrenamtliche Arbeit im Verein macht, dann geht er nach Hause und hat gar kein WLAN, weil er sich das nicht leisten kann, weil aber auch keine Förderung dafür da ist. Man kann ja nicht zu Hause einen privaten WLAN-Anschluss fördern, sondern nur im Verein. Das heißt, hier muss auch anders gedacht werden. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir bitte, bitte an die armen Menschen denken, die sich das nicht leisten können. Und da geht es nicht nur um die alten Menschen, da geht es um alle armen Menschen, die wir in der Digitalisierung ausgrenzen, wenn wir dort keine Eckpunkte setzen. Und denken Sie bitte an die Menschen im Altenheime, die sind in der heutigen Phase komplett, ich sag mal zu 70%, also das ist schon übertrieben, wenn ich sage 30% der Altenheime haben in den Zimmern WLAN, dann kann ich Ihnen sagen, ist das schon ganz schön viel von mir gesagt. Richtig. Also das ist ein ganz großes Thema und das liegt mir sehr am Herzen. Das ist vor allem auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich muss sagen, aus eigener Betroffenheit heraus, mein Vater, der zum Schluss auch in einem Pflegeheim war, war stark sehbehindert und wir hatten ihn dann die Alexa eingerichtet und das war toll, weil er konnte dann fragen, wie spät ist das oder wie ist das Wetter oder spiel mal meine Lieblingsmusik, was auch immer. Also er, der definitiv ein digitaler Grünschnabel war, wurde so ein bisschen mitgenommen in die digitale Welt und er ist aufs Land in ein Pflegeheim gezogen. Natürlich gab es da kein WLAN und es gab noch nicht mal Mobilfunk. Und gestern bei der TechTide Night, beim Auftakt, hieß es auch, dass es eigentlich zu unserer aller Grundversorgung neben Wasser, Heizung, warme Wohnung, Lebensmittel gehören müsste die digitale Anbindung. Also eigentlich sollte das mittlerweile, weil die Digitalisierung unseren Alltag dermaßen durchzieht, ja zur Daseinsvorsorge, zur Grundversorgung dazugehören. Ich würde das gerne noch mal ergänzen und zwar geht es da um das Online-Banking. Ganz viele Filialen von Sparkassen oder Banken haben geschlossen, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Das heißt, wie kommen die Menschen jetzt, wo sowieso ja der öffentliche Nahverkehr kaum vorhanden ist, wie kommen die zur nächsten Bank, wie kommen die dazu, Überweisungen zu machen, Geld abzuheben und so weiter. Und dieses Online-Banking, das den älteren Menschen beizubringen, ist wirklich sehr schwierig, das ist klar. Aber da müsste man auch wesentlich mehr Hilfestellung leisten können. Ich weiß nicht, Frau Hönig, ob Sie das auch schon, ja, bestimmt haben Sie da schon in Ihrem Kopf, dass wir da unbedingt was machen müssen. Das wird immer wichtiger werden, immer wichtiger. Und das sollten wir bestimmt nicht vergessen. Und auch da denke ich, es können ja auch die Vereine vor Ort, die man schon länger kennt. Ich denke da an Verband für Wohneigentum mit den Gemeinschaften vor Ort. Ich komme selber aus dem Dorf, aus der Region Hannover und bei uns waren das eben auch Anlaufstellen, Punkte, wo das Dorfleben stattfand und das Vereinsleben stattfand. Und das können doch auch Lösungsorte sein, um den Älteren diese Anbindung genau zu gewährleisten, dass man sagt, dort ist ein Raum, wo man sich ausprobieren kann, ein Smartphone oder ein Tablet, wobei, ich gebe Ihnen natürlich recht, immer noch nicht gelöst ist, was machen wir, wenn sich jemand weder das WLAN noch die Hardware leisten kann, also den Tablet oder das Smartphone. Ich gucke noch mal hier ins Publikum rein. Gibt es noch Ergänzungen oder Fragen? Ich hätte sonst gerne noch mal eine kleine Ergänzung. Wir sind ja bei der Messe, wo es um Digitalisierung geht und ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, weil nicht alles, was Digitalisierung ausmacht, hilft auch den Menschen. Und wir sind ja hier sozusagen zu fragen, wie können wir den Menschen, die jetzt noch nicht digital unterwegs sind, dahin auf den Weg bringen? Es gibt, glaube ich, bei den Hochaltrigen, sagt man, 20% verweigern sich auch der Digitalisierung. Und ich frage mich an dieser Stelle, was für Dinge müssen wir einrichten, damit Teilhabe möglich ist? Also Teilhabe von denjenigen, die nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, ob es auf Armut oder was heißt Verweigerung oder nicht bereit sind, deren Stimme auch zu hören innerhalb der Gesellschaft und nicht zu sagen, die sind nicht digital unterwegs, tut uns leid. Die Vereine, Verbände, das nehme ich gerne auf, sind
in der Regel immer noch so in der Nachbarschaft unterwegs. Wir haben das Wort digitale Nachbarschaft, wenn man das in dem Dorf sagte, wieso, beim Nachbar leihe ich mir die Kettensäge sowieso, da gehe ich nur rüber und frage ihn. Also da ist die, sag ich mal, die echte Begegnung auch noch, hat noch einen hohen Wert. Ich glaube, diesen Aspekt dürfen wir bei der Diskussion in der Digitalisierung auch nicht vergessen oder außer Acht lassen. Ich möchte noch einen Punkt aufnehmen, den ich gestern aufgeschnappt habe bei der Tech Tide Night beim Auftakt. Da saß ja auch auf dem Podium Frau Professor Keil. Sie ist Soziologin und selber auch 80 plus. Und sie hat gesagt, das Fühlen und das Erlebnis und die soziale Kompetenz darf durch die Digitalisierung nicht verloren gehen. Vielleicht auch der Service-Gedanke. Und da bin ich vielleicht auch wieder bei Ihnen, Frau Hirche. Obwohl Sie auch so viele Zoom-Runden machen und Versilberer-Runden, weiß ich aber, dass Sie mit Ihrer Vereinsarbeit, und das heißt ja Wege aus der Einsamkeit, auch immer wieder analoge Aktionen machen, damit die Menschen eben auch analog zusammenkommen. Und wenn wir dann noch mal den Schwenk machen zu unserem Thema, wie kann auch in Vereinen das Miteinander von Alt und Jung gelingen bei der Digitalisierung? Können Sie uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen? Also da kann ich drei Beispiele nennen. Einmal, Vereine sollten sich an Schulen wenden. Da sitzen nämlich die Schüler. Und Schüler sind tolle Lehrer, zu erklären, wie ein Smartphone und ein Tablet funktioniert. Wir haben in Hamburg das Projekt Digital Hoch 2. Da sitzen Schüler und warten auf Senioren alle zwei Wochen. Und dann wandern die Senioren aus der Nachbarschaft zu den Schülern und die Schüler zeigen, wie ein Smartphone und ein Tablet geht. Der Senior sieht den Schüler als Rüpel an der Bushaltestelle. Jetzt kommt er in die Schule und dann ist er so nett und zeigt ihm, wie das Smartphone geht. Plötzlich ist das gar nicht mehr so wild, dass der da so wild an der Bushaltestelle ist. Das heißt, wenn wir Schüler und alte Menschen zusammenbringen und wir haben überall Schulen und das können Vereine organisieren, ist das ein, da geht, wie Sie gesagt haben, da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie die zusammen agieren. Wir haben junge Ehrenamtler. Da haben wir jetzt ein Grillfest in Berlin gemacht und jetzt werden alle schmunzeln. Am 1. Oktober ist der Weltseniorentag. Da laden wir das neunte Mal zum Seniorenflashmob ein. Und zwar in einem angesagten Club in Hamburg. Der macht um 11 Uhr für uns seine Türen auf. Und ich kann Ihnen sagen, die Anmeldezahlen, wir sind ausgebucht. Da passen 200 Leute rein, aber ich glaube, ich habe mittlerweile für 300 Anmeldungen. Also 100 Leute stehen schon auf der Warteliste. Was machen wir da? Da machen wir auch eine Kopfhörerparty. Das heißt, die kriegen alle Kopfhörer aufgesetzt und sind mit dem Discjockey verbunden. Und dann sehen die alle aus wie Mickey-Mäuse. Aber die lernen, was Bluetooth, was Funkverbindung bedeutet. Und zwar im Spielerischen. Und finden, ach, jetzt weiß ich auch, wie Bluetooth funktioniert. So ähnlich? Ja, so ähnlich. Aber die haben eine Vorstellung. Machen Sie auch moderne Dinge. Ältere Leute haben wahnsinnig viel Spaß auch an modernen Sachen. Und dann wird da, und glauben Sie nicht, dass da Volksmusik gespielt wird vom Discjockey. Wenn die auflegen und da wird Elvis gespielt, dann ist die Tanzfläche rappelvoll und dann wird zwei Stunden getanzt, Kopfhörerparty. Und jetzt haben uns die jungen Leute, weil gegenüber wird das Erntedankfest bei uns gefeiert, weil wir sind im Schanzenviertel, da feiern die Erntedankfest gegenüber und die machen eine Schnippeldisco. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Da wird gekocht, da wird geschnippelt und die anderen Leute, da wird Musik gespielt, die tanzen. Und da wollten die so gerne, dass unsere Senioren darüber kommen. Eigentlich sollte das um 14 Uhr losgehen, da habe ich gesagt, nee, wir feiern bis 14.30 Uhr, findet die Schnippeldisco jetzt um 14.30 Uhr statt und es sind 10 bis 20 Plätze für die Senioren reserviert. Das heißt, wenn man auf junge Leute zugeht, und das ist mein Appell, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht. Die sind dabei, die haben Spaß und plötzlich tanzen und singen und feiern jung und alt gemeinsam. Und wir haben diesen Generationskonflikt oder einige sagen auch Generationskrieg. Da kriege ich so einen Hals.
Nee, wenn wir die Leute zusammenbringen, das werden Sie bei der AWO genauso merken, wenn wir die Menschen zusammenbringen, dann sind die begeistert, ob analog oder digital. Und das ist mein Appell und das merken wir immer wieder. Uns gibt es seit 2007 und ich glaube, ich habe 1% schlechte Erfahrung, 99% gute Erfahrung. Und warum das nicht ausprobieren? Das war ein toller Appell, Frau Hirche. Ich habe gestern auch von der Keynote-Sprecherin Frau Abu mitgenommen. Happy Life, Long Learning, sprich lebenslanges Lernen. Und ich glaube, Frau Bischoff, vorhin klang das auch so ein bisschen. Sie können es gern jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen. Inwieweit sind denn auch die Seniorinnen und Senioren selber gefragt, sich zu öffnen, sich einen Schubs zu geben und auf die Angebote, die es ja durchaus vielleicht schon gibt, zuzugehen, sie zu nutzen und auch Hilfe anzunehmen? Das ist ein schwieriges Gebiet, da stimme ich Ihnen zu. Ich möchte aber eben noch was sagen. Ich habe mit den Jugendlichen. Wir haben ja, sind auch mit Schülern angefangen, unseren Computertreff zu machen und wir haben andere Erfahrungen gemacht. Wir haben keine gute Erfahrung gemacht, aber Sie sagen, die waren lieb und nett, aber die sind ganz schnell weggeblieben, weil Senioren manchmal doch sehr langsam denken, sehr genau sind und die Schüler und Schülerinnen werden leicht sehr, wenn das nicht schnell geht, ungeduldig. Und das ist aber ganz normal. So, das ist ganz normal. Es gibt welche, die können das aushalten, aber wir hatten da einige, die haben alle aufgehört. Leider, muss ich das sagen. Aber jetzt nochmal zu dem Thema zurückgezogen. Ja, wie kriegt man die Senioren dazu? Ich denke mal, das wird sich in der Zukunft von ganz alleine erleben, weil sie nicht mehr anders können. Dann wissen Sie, manche sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht und manche, und auf einmal kommt dieses, aber ich muss. Und dann ist der Druck einfach da von außen und dann kann man sich nicht widersetzen. Dann ist es eben einfach so. Und da sind wir natürlich alle gefordert und gefördert und gefordert, auch zu helfen und Einführung zu geben und ihnen vor allen Dingen diese Angst vor dem zu nehmen. Und wenn dann erst mal so das Erste da ist, dass man zum Beispiel eine Mail aufmachen kann oder man kann eine Einladung per Mail verschicken und kann sagen, oh, jetzt kann ich einladen und kann noch Bilder so ein mit reinstellen. Dann hat man auf, das merken wir immer wieder, dass die dann die Senioren sagen, das kann ich. Und dann sagen die, oh, was hast du da Schönes gemacht, sagt die Familie. Und dann hat man da wieder dieses Gefühl. Und dann kommt es, und dann denke ich, liegt es an den Senioren, dass sie sagen, du komm mal mit, ich hab da was, da gehe ich hin. Jeden Montag ist das. Und da gibt es noch eine Tasse Kaffee und sonst. Und da kann man auch mal sagen, kannst du mir mal helfen, wie ich das einrichten kann? Oder kannst du auch mal vielleicht meiner Tochter das auch mal erzählen, dass ich jetzt hierher kommen darf und dass ich hier bin und ich kann was? Also, das ist auch das Licht an den Senioren selber, Altersgenossen einfach zu motivieren und sagen, komm doch mal mit, das bringt Spaß, das ist toll. Habe ich auch nicht gedacht, aber jetzt kann ich das. Ne? Mhm. Das ist Eigenwerbung. Aber der konkrete Nutzen, der sollte auch definitiv im Vordergrund stehen und dann kriegt man ja auch die Senioren. Ja, genau, dass man denen sagt, guck mal, das kann ich alles. Ich kann jetzt auch online bestellen. Mhm. Ich muss zwar Amazon nutzen, aber das will ich nicht gerne, aber es ist nun mal leider so. Ich kann Sachen bestellen, ich kriege das nach Hause, ich muss nicht mehr los in die Stadt fahren mit Bus und Bahn oder wie auch immer, sondern ich bekomme das direkt nach Hause. Das sind ja alles diese kleinen Sachen, wo ich sage, oh, dann muss ich nicht mehr los, das kann ich ja vielleicht auch mal machen. Ich kann zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal Rewe oder Edeka oder wer da immer gerade ist, da kann ich auch anrufen und kann bestellen. Sicher, ich kann mir das liefern lassen, wenn ich nicht mehr so gut zu Fuß bin, muss etwas mehr bezahlen. Aber ich bekomme es ins Haus und das kann ich digital machen. Ich kann mir die Waren aussuchen. Also den Nutzen, den stellen wir mal in den Vordergrund und dann kriegen wir auch den ein oder anderen so Grünschnabel. Frau Hanusch. Nee, ich wollte Ihnen ein Zeichen geben. Ja. Sie wollten noch. Jetzt nur noch zwei. 3 Minuten? Ja, 3 Minuten. Er macht hier schon das Zeichen, hier der Techniker. Wir sind doch hier mit Profis unterwegs. Ich wollte zum Schluss noch mal ganz kurz auf unseren Leitfaden eingehen zur Digitalisierung in Vereinen. Denn wir haben dort Schritt für Schritt Tipps gegeben. Als erstes zum Beispiel Bewusstsein für die Digitalisierung schaffen, unter anderem durch Infoveranstaltungen. Warum denn nicht in dem Verein vor Ort mal eine Infoveranstaltung für die Digitalisierung? Dann Bedarfe ermitteln, also technische Ausstattung, Stand der Digitalisierung bei den Mitgliedern, das kann man einfach mal erfragen. Dann Fördermöglichkeiten nutzen, hatten wir heute hier, Frau Hanusch von der N-Bank. Dann Freiräume schaffen für Ideenentwicklung zum
anfassen, Austausch schaffen. Frau Hirche hat das so schön auch erklärt. Kleine und große Erfolge feiern und wertschätzen. Frau Bischof hat es eben auch schon erwähnt. Und finanzielle Nachhaltigkeit mitdenken, da vielleicht auch andere Sponsoren, ortsansässige Unternehmen ins Boot holen und regelmäßige Rückschau halten. So, was läuft gut? Was kann besser werden? Womit sollten wir aufhören? Und wem sollten wir danken? Danken möchte ich jetzt dem Publikum hier vor Ort und auch da draußen und natürlich vor allem meinen Gästen hier auf dem Podium. Ich hätte noch länger plaudern können, aber wir sind ja alle gut vernetzt und werden das Thema weiter verfolgen. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund.